Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Command & Conquer Alarmstufe Rot 1 Remastered Edition. Ich komme jetzt immer mit dem Titel in Bedrängnis hier. Auf Seiten der Russen, Leute, ganz genau. Und ja, wenn wir jetzt mal hier bei dieser Mission, wo wir hier die Insel besetzen müssen und alle Alliierten platt machen müssen. Und ja, würde ich sagen, machen wir das jetzt einfach mal weiter. Wir waren uns hier am Vorbereiten für den großen Angriff und haben schon unsere drei Transporter. Haben noch ein bisschen Geld, das ist ganz gut eigentlich. Und ja, dann würde ich sagen, gehen wir das nochmal in Angriff hier. Die drei Dinger sind gleich da. Und ich hatte ja beim letzten Mal erwähnt, irgendwas mit hier unten Linien. Dass ihr vielleicht hier Linien seht. Aber die sehe nur ich, das ist das Gute daran, weil wegen der Bildwiederholrate oder sowas von meinem Fernseher. Ich spiele sie auf einem kleinen Fernseher. Und die sehe nur ich, die seht ihr nicht. Gott sei Dank. So, damit hat sich das Thema erledigt. Ah, Kirchenmucke. Haben wir wieder Gottes Segen hier, geil. Dann kann auch nichts schief gehen, oder, mit Gottes Segen? Wirklich nicht. So, brauche weitere U-Boote, Mensch. Ja, dann könnte ich ja jetzt theoretisch die Spielgeschwindigkeit hochdrehen. Aber das geht ja nicht, ne, das Hochdrehen. Das ist ja irgendwie, das ist sehr schnell, das ist nicht anders als normal schnell. Deshalb, also. Weitere Kampfpanzer, so. Moment, das sind doch schon 15 Stück. So, ja gut, Leute, dann Optionen und mach's wieder normal schneller. Zack. Gut, Leute, wir haben wieder kein Geld mehr. Das ist nervig. Werkstatt brauche ich nicht mehr. Ich werde jetzt mal anfangen, alles hier zu verticken. Oh, was ist denn da draußen wieder los, Mensch? Manneken? Brauche ich die Manneken-Fabrik noch? Nee, ich glaube nicht. Wir haben wieder ein Spionageflugzeug, Leute. Ach nee, das ist... Ach, dieses Gerede hier im Hintergrund, das ist meine Frau. Ach so, okay. Ah, der hat nämlich auch hier bald keine Kohle mehr. Haha, der Penner, ey. Wirklich. Der hat alles hier weggesammelt, aber hat jetzt auch keine Kohle mehr. Oh, mach die kaputt. Gummipanzer, ja. Boah, der fährt alle platt. Unglaublich. Aber wir haben einen weggekriegt, das ist schon mal gut, Leute. Und, ja, weitere U-Boote für die Schiffe. Eine Mine. Ernsthaft, Sammler? Das meine ich halt mit den Alliierten, mit den Minen. Die liegen sehr, sehr gerne Minen. Und das ist echt nervig, liebe Leute. Ja, pff, keine Ahnung, was kann ich noch verkaufen, also die Radarstation. Moment, ich probiere mal was, Leute. Kann dieser Raketenwerfer das Schiff abschießen? Er kann. Sehr gut, Leute. Das Schiff kann aber auch feuern. Gut, alles klar, dann Feuer drauf. Und dann trifft das Schiff nämlich nicht. Sehr, sehr gut. Sehr geil. Da kann ich den nämlich platt machen mit dem Raketenwerfer. Und zack. Sehr gut. Haha, geil. Ach, ich liebe diese Raketenwerfer. Die sind einfach herrlich. Leute, herrlich. So, dann erforsch mal hier unten. Vielleicht hängen da noch Schiffe rum oder so. Ich baue jetzt einfach weitere Kampfpanzer hier so. Einfach weitere Kampfpanzer und U-Boote, bitte. Ganz genau. Nochmal drei Stück. Sehr gut. Und ja, Leute, geht's euch gut? Mir geht's sehr gut. Nach wie vor Samstagmittag. ich nehme jetzt wieder für eine Woche im Voraus auf. Ich habe einfach gerade so viel Spaß dabei. Es ist einfach so. So, und du Penner hast keine Kohle mehr. So sieht's aus. Du kannst nichts mehr bauen, Kollege. Aber du hast noch genug Spaß. Scheiße. Ich frage mich gerade, wo ich hier überhaupt landen soll, hä? Ja, hier vielleicht. Hier oben ist unmöglich. Hier ist unmöglich. Schaut euch das an, ey. Scheiß Spawner, wirklich. Gut, dann haben wir wieder 5 Manneken, womit wir ihn ein bisschen nerven können. So. Was habe ich gesagt, womit wir ihn nerven können?
Der fährt ja einfach platt, das ist ja ein Sack. Ja, Sir. Aber gut, Leute, wir haben doch... Melde mich wie befohlen. Sofort. Wir hatten doch einen Invasor dabei, oder? Nee, hatten ja, wir nicht. Hatten wir nicht. Okay, gut. Das Ding ist halt, das sieht viel aus, was wir jetzt hier haben, aber es reicht leider nicht. Das ist das Ding, das reicht nicht. Aber die 4 U-Boote sollten reichen hier für die Schiffe erstmal. So, weil ihr seht, der hat wirklich viel. Also das ist echt heftig. Wird gebaut. Aber ja, genau. Spionageflugzeuge. Wieder sind 2 neue Kampfpanzer. Bestätigt. Oh, wir haben echt viele. Aber wie gesagt, das reicht nicht. Schaut euch das mal an. Hier, vor allem hier, hier unten. Ha, der sammelt schon gar nicht mehr. Geil. Okay, Leute. Und vor allem die Basis, das ist echt übel. Okay. Aber ich mach erstmal mit den U-Booten hier. Die ganzen Schiffe platt. Ich hoffe, das funktioniert, ey. Und einmal reinfahren und alle draufschießen da. Los. So. Und den noch platt machen. Und den hier platt machen. Oh, verdammt. Die ziehen übelst viel ab, ne? Das ist, ja. Ja, dann brauche ich noch 2 U-Boote. So, Spionageflugzeug. So, zack. Einfach erkunden, ja. Wir haben gleich die ganze Karte erforscht. Ist ganz gut eigentlich. So, der Sammler ist wieder in eine Mine gefahren. So viel zum Thema dumme KI. Naja, gut. Ach, verdammt. Egal. Sammler, sammel doch hier. Du auch. Sammel doch hier unten. Dann kontrolliere ich die halt manuell jetzt. So, liebe Leute. Ja, das ist die erste Mission bei den Russen, die etwas länger dauert tatsächlich, aber auch machbar. Gut, dann würde ich sagen, ist das hier mal unser Team 1. Dann packe ich die jetzt einfach mal alle mal da rein. So. Das dauert ja auch eine Weile, bis die da... bis die da sich eingeladen haben, ey. Mensch, Mensch, Mensch. Schaut euch das an. So. Alles klar. Und ihr geht bitte hier rein. Und die 5 Kampfpanzer. Geballte Russen-Power hier. So. Geht ihr mal dahin. Boah. Wenn ich die hier... Moment, das ist theoretisch eine Idee. Dann schießen die Alliierten... Dann schießen die Artillerien sich nämlich gegenseitig platt. Ach, shit. Scheiße, die Raketen wenigstens habe ich vergessen. Ja, gut, okay, alles klar, Leute. Dann, die sind fertig beladen. Weiter, Kampfpanzer. So. Einfach Kampfpanzer. Und, ja, würde ich sagen, nehme ich die jetzt mal und buxiere die mal hier unten hin. Ah, da sammelt er sich aber auch schon, also das ist... Was ist das denn? Ach du Scheiße. Die Männchen, die stehen da auf einer Klippe. Was soll das? Okay. Das gucke ich mir mal an. Warte mal. Spionageflugzeug. So. Das gucke ich mir mal an. Guck mal, die Männchen. Die stehen einfach auf dem Stein. Ja. Keine Ahnung. Wieder ein Clipping-Fehler oder so. Gut, dann brauchen wir nochmal 5 Raketenwerfer hinterher. Und dann sollte das doch jetzt passen, mein Gott. Und draufschießen. Ja. Boah. So. Der hat mir wieder einen mitgenommen, ne? Das ist echt bescheuert. Aber gut, Leute, dann würde ich sagen, kann ich mir die jetzt mal nehmen und erstmal hier hin buxieren. So, liebe Leute. Und ja, dann würde ich sagen, gehen wir das gleich mal an. Was? Zur Hölle. Spionageflugzeug bereit. Ah, komm, geht schon. Geht schon. So. Nochmal Spionageflieger. Ziel wählen. Ach, der kann einfach. Wir gucken mal hier. Mal gucken, was da ist. Wird gebaut. Ja, Sir. Unzureichende Finanzmittel. So. Dann haben wir nämlich die ganze Karte tatsächlich erkundet. Ziel und. Wählen. Ja, setzt die einfach mal hier ab. Verstärkungen sind angekommen. So, liebe Leute. Einfach da drauf schießen. Oh Mann. Wie wir hier jetzt landen sollen, ich weiß es nicht, Leute. Wird
Da kommt er nämlich mit noch mehr Scheiß. Ich muss es versuchen, bitte. Ich muss es versuchen. Speichern. Mission 6. Einsatz gespeichert. Ich muss das hier versuchen. So. Dann absetzen hier, los. So, direkt raus da. So, das sind nämlich die 5 Kampfpanzer. Das war sehr gut, dass wir jetzt hier zuerst die Kampfpanzer haben. Und Nachschub, Leute. Nachschub, Raketenwerfer. Schießen wir ab. So, ganz genau. Das Spionageflugzeug, ja gut, das brauche ich ja jetzt nicht mehr. Vielleicht noch hier oben drauf, aber... So, Leute. Haha. Wir haben es geschafft, Leute. Wir sind erfolgreich hier gelandet. Aber die Gummipanzer, die sind so schnell kaputt. Das ist unglaublich, Leute. Schaut euch die an. So. Was ist das denn? Die Artillerie auch? Okay. Ja, dann komm halt mit allem her, was du hast, Junge. Ha, du kannst nichts mehr sammeln. Das heißt, du bist dem Tode geweiht hier. So. So, das auch. Da, die auch. Haha, geil, Leute. Ja, dann lass ihn mal mit allem kommen, was er hat. Wie gesagt, das Alliiertenarsenal ist so scheiße. Schaut euch das an. Die Gummipanzer sind nach wie vor direkt weg, ey. Ah, aber... Er hat es nochmal verteidigt. Er hat es nochmal verteidigt, tatsächlich, aber... Nicht schlimm, liebe Leute. Wir können hier oben uns nochmal sammeln. Sehr geil. Und hier unten haben wir auch noch einiges, also... Geht schon. Ja, scheißegal, wirklich. Scheißegal. So, Fallschirmtruppen. Mach mal diese Raketenwerfer-Medikin weg. So, liebe Leute. Fallschirmtruppen. Mit denen können wir auch ein bisschen Stress machen hier tatsächlich. Die beiden Diebe mal wegmachen, ganz genau. Ja, das lief doch relativ gut, muss ich sagen. Das lief doch relativ gut. So, dann haben wir wieder unser neues Team 1. So, die 5. Die 5 und am besten die 5. Warum kann ich hier nichts einladen? Hallo? Jetzt. Ja, sehr gut. Okay, da sind noch mehr Mannequin. So. Sehr, sehr gut. Ah, er soll das mit den Gummipanzern versuchen. Oh, wir brauchen sogar Silos. Dann lass ihn das mit den Gummipanzern versuchen. So. Die kriegt er platt, oder? Ah, zumindest den einen. Zumindest den einen, komm. Boah, ja. Gut. Alles klar, Leute. Habe ich hier noch mein U-Boot? Alles klar. Hallo, Raketenwerfer, du auch rein. Mensch. Gut, Leute, dann können wir wieder uns hier unten sammeln. Sehr gut. Fahr doch nicht. Alter Schwede, die fahren immer an die Bucht, ne? Ja, ist aber egal. Leute, dann haben wir diese Mission nämlich auch gleich geschafft hier. So. Sehr cool. Alles klar, liebe Leute. Dann nochmal hier landen, bitte. Und ja, ich hoffe, dass euch das hier gefällt, wie ich das hier mache, diese Mission. Es geht auch anders, klar. Geht auch anders. Man könnte viel mehr mit Invasoren arbeiten, als ich es tue. Aber das ist mir irgendwie zu frickelig, deshalb... Ja. Ich mach's lieber mit voller Panzerpower hier. Ja. Wow. Die Raketenwerfer, Leute. Oh mein Gott. Der hat ja nur Gummipanzer hier, also von daher... Direkt weg. So. Zack. Oh, geil. So. Kaputt machen. Den hier auch, bitte. Kaputt machen, diesen Gummipanzer. Zack. Sofort weg, ey. So geil. So. Alles klar. Dann die Basis platt machen, Leute. Los. Jetzt haben wir auf einmal kein Geld mehr, ja. Tja, Alliierter, war wohl nix mit deiner Taktik, hä? So, gut. Mach die ganzen Mannequin mal platt hier. So. So, Leute. Dann. Zack. Ach, verdammt. Meine ganzen Kampfpanzer sind weg, ne? Ist irgendwie witzig. So. Ja gut, dann macht ihr mal diesen Bunker da platt.
So, ganz genau. Nur Raketenwerfer, auch nicht schlecht. Ja, dann. Jetzt machen wir hier die Basis nur mit Raketenwerfern platt. Das ist geil. Den Sammler. Zack. Ja, zack, zack. Da sieht man mal, was man machen kann nur mit Raketen. Ah, alles verkauft! Oh, scheiße. Ja, das, der macht jetzt alle platt. Das ist, ja. Der macht die alle kaputt. Geil. Er hat alles verkauft. Ja, gut, okay. Dann nimm dir die Transporter. Dann reicht eigentlich nur einer, ne? Drei Raketenwerfer, zwei Kampfpanzer und dann sollte das Thema gegessen sein hier. So. So, sehr gut, Leute. Dann machen wir mal. Mal schneller. So. Dann reicht der eine nämlich. Er hat hier nämlich einen Minenleger nur. Okay, Minenleger, interessant. Und absetzen. Was hat er denn da? Was versucht der denn da? Ey. Ja gut, egal, das hier ist erstmal wichtiger. Jawohl, Leute, das passt. Sehr gut. Perfekt. Wir haben es hier. Oh, speichern nochmal. Bevor irgendwas schief geht. Einsatz gespeichert. So, und schieß doch drauf da. Das U-Boot, warum schießt du nicht da drauf, Mensch? Gut. Haha. Sehr schön, das war's, liebe Leute. Mission 6 durch. Geil. Darauf mal einen Schluck Apollinaris, liebe Leute. Ganz genau. So, Bonusgalerie freischalten, entfernter Dollar. Jetzt habe ich echt Dollar gesagt. Donner, okay. Boah, 427 Alliierte platt gemacht, ey. Nie schlecht. Leute, nie schlecht. Gut, Europakarte. Wir gehen nach Italien. Das geht wirklich sehr schnell. Mission 7 sind wir schon. Okay, liebe Leute. Allerdings nochmal kurz Bonusgalerie. Es sind sogar zwei. Was haben wir hier? Joe Cushion in Assassinenkostüm. Stimmt, von der einen Cutscene, ne? Attentäter warten in den Flanken. Okay, und das hier ist... Oh! Erik Gutsch hält eine Raketenwerfer-Requisite. Diese Waffe ist die Inspiration für die Raketenwerfereinheiten in C&C. Ah ja, okay, cool. Also auch so ein Modell halt. Nicht schlecht. Okay, gut, würde ich sagen. Brücke über den Fluss Grozny, oder? Brücke über den Fluss Vizgoj. Welche Mission war das denn? Wir sind jetzt erst in Mission 6. Ich habe das völlig falsch abgespeichert. Naja, aber egal. Nehmen wir mal den Süden. Komm. Nächste Cutscene, liebe Leute. Und zack. Du hast gesagt, das kann nie passieren. Egal wie viele Cyborgs wir ausschalten, sie bauen immer neue. Die Vereinten Nationen unterstützen sie mit Truppen und Material. Zur Hölle mit ihnen! Zerstört sie, bevor sie noch stärker werden! Du wirst mich doch nicht enttäuschen, oder? Die Bomben sind fast fertig, Genosse Stalin. Die letzten Bauteile kommen heute im Luftwaffenstützpunkt Gorsow an. Wie? Mit einem LKW-Konvoi. Hier. Bewachen Sie ihn mit Ihrem Leben. Er muss nach Gorsow durchkommen. Wenn Sie versagen, kommen Sie gar nicht erst wieder. Das war auch eine Passage aus dem Lied, liebe Leute. If you fail, never come back. Das war auch so ein... in dem Soundtrack auf jeden Fall drin. Sehr cool, Leute. Ich weiß jetzt auch wieder, welche Mission das ist. Die war ja auch relativ easy. Genau diese Mission, ja, ja. Und wir haben hier unseren... Genau, die Mission mit dem Konvoi war das. Lasst ihr meinen Bau auf meine Ruhe? Was soll das denn? Ey, Gummipanzer. Dein Ernst? Anscheinend. Okay, liebe Leute. Diese Mission war das. Ja, ja, ich... nee, ist eine andere Map. Ne, ist wieder eine andere Map hier. Ja.
Oder? Ist das wieder eine andere Map? Das ist eine... Oder? Hm, weiß ich gerade gar nicht. Egal. Worauf kommen wir hier hoch? Da gibt es so eine coole Mucke hier, ey. Oh, da ist eine Geldkiste. Ja, dann, Kampfpanzer, hol dir die mal. Hol dir mal diese Geldkiste. Ach, verdammt. Egal. Leute, ich glaube, das war hier. Verdammt nochmal. Wo soll ich mir jetzt hier die Basis aufbauen? Das ist eine andere Map. Das ist eine andere Map, liebe Leute. Aber geht schon. Gut, da kommen wir irgendwie nicht hin, oder? Kommen wir da nicht, hin? Ah ja. So, Raffinerie, Leute. Da sind Edelsteine. Ich glaube, wir müssen uns da den Weg freischießen. Genau. Jetzt auf den Baum. Damit wir da an die Kiste drankommen. Ha? Jetzt kommt da hier mit Dings. Gut, dann lass die mal raus. Was so? Ah, Flammenwerfer und Grenadiere. Geil. Okay. Ach du Scheiße. Gut, egal. Gut, wer hat euch die Geld... Oh, Geld und Heilung, krass. Geld und Heilung, liebe Leute. Ach du Kacke. Okay. Genau, Leute, wir haben hier unsere BMTs. Ja. Ach du Kacke, was macht der denn jetzt immer hier? Der kommt hier aber öfter angeschissen. Egal. Kriegen wir so platt. Genau, Leute, ich glaube, wir sind hier richtig. Und jo, dann würde ich sagen, bauen wir uns nochmal auf. Hier sind Invasoren drin. Ich habe keine Ahnung, wofür ich hier Invasoren brauche, um ehrlich zu sein. Aber mit dem BMT kann man gut erkunden. Das ist eine gute Erkundeeinheit. Und ja, dann würde ich sagen, gehen wir das mal in Angriff hier. Wir haben sehr viel Geld. Finde ich gut. Wir haben wirklich extrem viel Geld. Und würde ich sagen, gehen wir das mal wieder weiter in Angriff. So, Kampfpanzer. So, liebe Leute. Zweite Sammlung. Ist fertig. So. Alles klar, perfekt. Dann Radarzentrale. Werkstatt. Wir können das Technologiecenter bauen, liebe Leute. Aber das Tech-Center ist noch sinnlos, weil wir dafür nur den Flammenwerfer kriegen würden. Aber ihr kennt mich ja, mit Manniken arbeite ich nicht so gerne hier. C&C. Nee, das ist... Gut, Leute, dann verteidigt dich einfach. Uiuiui. Dein Wohnzimmer ist wieder viel... Quatsche. So, hier, zack, Flammenturm, zack. So. Direkt weg mit dem Scheiß hier. Gummipanzer. Und die Artillerie wegmachen. So. Sehr gut, liebe Leute. Dann ein Flugfeld. Ja, Sir. Bestätigt. 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 Ich würde schon sagen, hier gibt es wieder keine Musik. Die wählen immer so ruhige Soundtracks aus. Oh, hier ist schon eine Basis. Okay. Interessant, liebe Leute. Ja, interessant. Na, das war klar. Wo ist mein BMT? Einheit verloren. Wo ist mein BMT, Leute? Ist es wieder weg? Wird gebaut. So. Wird wo ist mein BMT, mein Erkundungs-BMT? Ach, er ist weg. Ja gut, dann ist er halt weg. Ich meine, ja. Wird repariert. Gut, der Konvoi muss erstmal in Sicherheit bleiben. Und dann werde ich mich mal weiter verteidigen. Wir brauchen schon wieder Silos. Okay, dann bauen wir ganz viele Einheiten. Los. Ah, das ist wieder Ressourcenverschwendung gerade, ne? So, zack. Weitere Flammentürme einfach. Naja, macht mal. Versuch's mal. So. Zack, direkt weg mit dem Scheiß. So. Dann weiter aufs Kraftwerk. Die Mucke ist so geil hier. Ach ja, liebe Leute, C&C, ist das nicht doll?
ich habe echt meine Freude an diesem Projekt. Also es ist wirklich richtig geil, auch dass es so lange geht. Ne? Also es geht wirklich lange. Das wird mein erstes Projekt mit über 100 Folgen werden, Leute. Oh, was ist das? Überreaktion. Neuer Origin-Erfolg. Okay, interessant. So, hier ist... Ah, hier ist seine Basis. Okay. Ah, guck mal da, Leute. Schlachtkreuzer. Hier, Schlachtkreuzer, Leute. Gegen die wird's schwer. Muss ich ganz ehrlich mal so sagen. Und ja, hier haben wir unsere 5 Manneken. So. So. Ihr macht jetzt mal alle platt hier, ja? Vor allem diese Raketenwerfer-Manneken. So, sehr gut, Leute. Dann kann ich den BMT ja vielleicht... Nee, kann ich nicht. Schade, Leute. Gut. Hier oben kommt er ja nicht. Hier oben kann er gar nicht rein. Alles klar, liebe Leute, dann. Gucken wir, ob der noch mehr da drin stehen hat. Oh, schaut euch das an, diese Einheitenmasse hier. Richtig geil. Ah, ich glaube, man soll hier eine Energie einnehmen, um dann eine Werft zu bauen oder sowas, ne? Oder eine U-Boot-Werft. U-Boot-Werft, ja. Ja, würde ich sagen, mache ich das mal. Wir können das Zeug hier sogar nehmen schon und mal angreifen gehen, liebe Leute. Gut, dann baue ich noch mal kurz ein paar Silos. Konstruktion abgeschlossen. damit er nicht gleich wieder meckert hier. So, dann haben wir auch noch 3 Minuten. Dann schaffen wir diese Mission vielleicht sogar noch. Mission 6. Ach, das macht so Bock mit den Russen, wirklich. Gut, aber bevor ich da angreife, Mission 6. Sowjets. Genau. Mission 6. Ah, ja gut, scheißegal. Oh, geil, liebe Leute. So, zack. Einfach platt machen den Scheiß hier. So, und zack und zack und direkt wegmachen und ja, Raketenwerfer einmal reinschießen. So, sehr, sehr gut, Leute. Alles klar. Radab. Hallo? Ihr sollt alle da drauf schießen. So, liebe Leute, wir haben noch 2 Minuten. Vielleicht schaffen wir das ja hier. Noch. Zack, zack. Und das hier wegmachen. So. Sammler platt machen. So, los, liebe Leute. Und zack. So, dann gucke ich mal, ob ich hier die Schlachtkreuzer zerstören kann. So, liebe Leute. Zack, einer ist weg. Geil, okay. Oh nein, die Brücke. Verdammt. Hä? Kriegt ihr den nicht? Doch, Raketenwerfer. Die kriegen die. Sehr, sehr gut, Leute. Gut. Dann können die mal da drauf schießen. So. Und zack. Dann nehme ich hier einen Invasor schnell. Ah, da kommt der nächste Schlachtkreuzer angeschissen hier. Ja, ja. So, Team 1 fährt mal bitte dahin. Und der kann mal bitte hier die... So, zack. Und der Konvoi kann jetzt auch mal bitte schnell herkommen. Also, und reparieren bitte. So, dann macht ihr mal die Schiffe platt. So, dann können wir jetzt hier eine U-Boot-Werft hinbauen. Und einen Transporter. Und dann haben wir das Ding, glaube ich, sogar schon, ne? Weil viel mehr ist es nicht. So. Wir sind nämlich... Ja, ja. Oder was? Worauf schießt ihr Raketenwerfer? Gut, liebe Leute. Spionageflieger. Guck mal hier hin, bitte. Und dann werde ich noch ein paar Transporter... Ne, einer reicht. Einer reicht, Leute. Einer reicht. Warum ist da ein Panzer? Nimm mal eine Patrouille mit, Leute. Nimm mal eine Patrouille mit. Bestehend aus 2 Kampfpanzern. Und ja, die Folge ist eigentlich jetzt schon vorbei, aber ich werde die noch ein bisschen ziehen. Diese Mission, die schaffen wir nämlich noch. So, liebe Leute. Du brauchst Silos, aber das ist mir jetzt gerade sowas von egal.
Mach diese Minikin mal weg. Ja, die schaffen den. Guckt euch das an, Leute. Die Minikin, die schaffen den Panzer. Wenn er den nicht überfahren würde. Aber ist egal, Leute. Ah, ich glaube, wir haben es dann schon. So, dann mach den kaputt. Und den LKW-Konvoi einfach hier hinten durchbringen. Das war's. Das war's schon mit der Mission. Geil. Okay. Dieser Sound war einfach so geil, dieses. Aber gut, Leute, wir haben die 6. Mission tatsächlich schon geschafft. Gut, dann fangen wir in der nächsten Woche bei Mission 7 an. Boah, wie viel Kohle wir am Ende hatten. Unglaublich, Leute. So, Verluste 94 Alliierte. Okay, Leute. Dann haben wir ja in einer Woche wirklich schon fast die Hälfte der Russen geschafft, ey. Und die nächste Mission ist eine Inside-Mission. Aber gut, Leute, noch kurz die Bonusgalerie. Damit wir nächstes Mal die 3 Stück Schild von Westwood Studios an dem Ort, an dem CNC geschaffen wurde. Dieses Schild wurde in Westwood selbst von Eric Gucci gemacht. Als Alarmstufe Rot entwickelt wurde, war Westwood bereits ein neues Büro gezogen. Interessant, Leute. Okay, cool. Das war also blau am Anfang. Interessant. Sieht aus wie so eine Wohnung. Naja, gut. Leute, wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder Abo da. Würde mich sehr freuen und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Ne? Also tschüss.